Moin Moin, herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Warum heilt mich das denn nicht? Ach ja, das heilt ja. Ah, bin ja gar nicht hungrig. Naja, egal. Herzlich willkommen zurück bei 7 Days to Die. Ich habe versucht, die Nacht drüber zu laufen, habe mich dann nachher hin teleportiert. Ich bin zweimal inmitten von, weiß nicht, 8, 9 Zombies gestorben. Hab auf dem Weg ein paar gekillt, aber hab mich nicht mehr dabei verjagt. Bevor ich die Aufnahmetaste drücken konnte, war ich dann doch tot. Ich dachte mir, naja, wenn ich um 8 Uhr abends loslaufe oder um 9 war es ja. So lange brauche ich eh nicht, bis ich ankomme und ja, wie dem auch sei. Jetzt hätte ich mich fast umgedreht. Ich bin in der Wüste jedenfalls und da wollte ich euch ja etwas zeigen. Etwas, also ich glaube, Phänomenales. Ich habe es nur von außen gesehen. Das ist ganz nett. Ich hoffe, dass da drin auch noch was ist. Würde ich mal von ausgehen. Sonst wäre ich enttäuscht. Dann müssen wir irgendwo anders hin. Dann schauen wir mal. Das befindet sich hinter mir. Ich drehe mich mal um. Ah, eine Pyramide. Es sieht immer so von der Bauart aus, ist das, glaube ich, eher so eine Maya-Pyramide, oder? Die Mayas haben doch auch Pyramiden gebaut, wenn mich nicht alles täuscht. Wo denn? Die schleicht doch auch... Oh, sag mal, ganz ehrlich, wenn mir jemand sagt, ist doch schade, dass die Minimap nicht mehr da ist mit Alpha 9. Nee, ist es nicht, weil, ganz ehrlich, was bringt die mir denn? Hier, der wird auch nicht drauf angezeigt. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Und ich bin mir recht sicher, dass der zu mir will. Warum wurde der mir jetzt nicht angezeigt? Hm, bitte? Ah, das da oben ist ein schöner Platz, ein Sniper, ne? Ja, gehen wir mal hoch. Ich würde erwarten, dass es hier einen Eingang gibt, dass man in die Pyramide auch reingehen kann. Und wenn das nicht der Fall ist, wäre ich echt enttäuscht. Okay, hier ist ein Opferaltar. Oh, meine Nachbarn trampeln oben wieder. Wenn ihr irgendwo ein Bum, 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 Bum in der Aufnahme hört, dann ist das einfach nur wahrscheinlich diese 50 Kilo Tusse, die sich anhört, als würde sie 300 Kilo wiegen, wenn sie sich durch die Wohnung bewegt. Ah. Ist die echt... Ist kein Eingang hier drin? Ist wirklich kein Eingang drin? Kann ich kaum glauben. Das wäre ja ein bisschen schade. Wo denn? Da war doch eben noch was. Das würde ich aber schade finden, wenn hier gar kein Eingang wäre. Man baut sich doch nicht sowas zurecht, ohne einen Eingang einzusetzen, oder? Darf ich mal eben so frei sein und, nee, die ist leer. Aber ganz ehrlich, wer baut denn sowas? Ich meine, ist ja schick, aber, die ist hohl. Naja, okay. Schade drum. Ich hab das halt nur beim Vorbeilaufen gesehen und dachte mir, hey, ist ja nett. Gucken wir uns doch mal an. Wo gehen wir denn jetzt mal hin? Wo gehen wir denn mal hin? Das ist auch so ein riesiges Büro, Gebäude, Dingens, Komplex, Kirchen. Ja, okay, dann gucken wir uns mal da um und schmeißen wir mal Kaffee ein und dann rennen wir mal rüber. Jetzt habe ich mich nicht mal vor der letzten Folge in der Alpha 8.8. Ja, ja, ich weiß, das haben die ganzen Let's Player auch behauptet. Letztes Mal. Fand ich auch so lustig. Goro hat sich verabschiedet von seiner Map. Minias hat sich verabschiedet von seiner Map. Jack hat gesagt, okay, ich setze mal eins drauf. Nachbargebäude brauchen wir nicht mehr. Ja. Serendipity hat sich von mir verabschiedet und mich einfach mit der Sniper auf 5 Meter Entfernung in den Haufen geschossen. Ja, ja. Freundschaftseinladung. So, so. Ich weiß. Deshalb hast du auch ganz am Ende nochmal auf mich gezielt, ne? Ich habe das ja erst gesehen, dass du auf mich geschossen hattest, als ich dein Video gesehen habe. Naja, wie dem auch sei. Ja, und ich hatte mich auch von meiner Map verabschiedet.
So gab es wahnsinnig viele Verabschiedungen. Aber die Alpha 88 hält sich doch länger, als wir dachten. Hätte jetzt gedacht, da rennt jemand im Wasser neben mir her. Ja, Alpha 9, wie gesagt, Random Map Generator, man kann sich die Knochen brechen, verstauchen, etc. Da gab es auch nochmal einen schönen neuen Blog-Eintrag von Bandit Bob, hätte ich gesagt. Ja, moin Bob, von Matt Mole. Bandit Mole, ich weiß auch nicht warum. Wer klaut da Maulwürfe heutzutage? Das macht doch keiner mehr, es lohnt sich doch gar nicht mehr. Der Maulwurfpreis ist so in den Keller gegangen. Naja, egal. Das mit den Knochenbrüchen ist nicht neu. Ich habe da eine neue Information oder für mich war sie neu. Man baut sich halt so einen Splint, also eine Schiene quasi. Und dann heilt das etwas schneller. Aber es heilt sich halt wirklich nur über Zeit. Ach, das ist so ein Staudamm, ne? Na, nee, Staudamm nicht, so ein Wasserwerk, denke ich mir einfach mal. Mal gucken, vielleicht steht ja oben was auf dem Schild drauf. Oh, was gibt's noch? Ach, ich weiß es nicht, ich hab's wieder vergessen. Also da waren jedenfalls echt Sachen drin. Ich denke mal dran, dass ich es irgendwie in die Videovorstellung mit reinschreibe, in die Kommentare. Da waren so Sachen drin, wo man so ganz intuitiv anfängt zu sabbern. Hier war doch so ein. Okay, gehen wir hier mal rein. Weil ich habe das Gefühl, hier ist doch ein Gebäude. Ist das jetzt hier in der natürliche Fluss noch oder hat sich jemand die Arbeit gemacht, da Wasser reinzusetzen? Ich kann es mir ja nicht denken. Na gut, hier wird man ein bisschen Wasser reingesetzt haben. Aber. Na. Das ist doch doof. Da hätte man doch mal einen Eingang hinsetzen können. Jetzt weiß ich übrigens, was du meinst, Avonato. Dass man nicht hochspringen kann. Klar, Waffenschrank im Klärwerk. Okay. Also hier unten geht es noch ein bisschen weiter. Ich will mal gucken. Ich erwarte hier gar nichts Aufregendes. Wow. Das ist aufregend. Nee, also wirklich. Das hätte ich jetzt nicht erwartet gerade. Das sieht doch aus, als hätte sich da jemand wirklich wieder Gedanken gemacht. Wow, das überrascht mich jetzt gerade wirklich. Nett, 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 muss ich sagen. Sehr nett. Ja, ich weiß, wir sind ja immer nur auf Menschen, Monster, Sensationen oder Mutationen, müsste es ja nicht heißen, aus. Aber. Die Minimap meint, dieses Gebäude endet hier. Okay, es sind auch nur noch die Klos. Ja, gut. Gehen wir hier mal wieder hoch. Auch schön mit dem Rohr hier. Hört das hier auf? Nee, es ist einfach nur stockdunkel hier drin. Ach, okay, jetzt bin ich hier drauf. Nett, nett, nett. Ja, schön gemacht. Gucken wir mal hier runter. Okay. Er hat richtig einen Stau, ein Wasserkraftwerk hier gemacht. Staudamm wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Will ich das? Will ich das? Will ich das? Ah, das sind mal viele da drüben, ne? Machen wir doch mal so. Ach nee, das andere Gebäude will ich gar nicht. Das ist ja ein normales Gebäude von den. Oh, Funpimps. Das könnt ihr euch ja bei euch angucken. Ich will ja was Neues sehen. Oh Gott, die kommen jetzt wirklich alle raus. Was ist das? Okay. Habe ich gerade keine Meinung zu, was das ist. Soll das so? Ach ja, doch, das soll. Das ist auch eine Tafel. Das ist ein Autokino. Cool. Fällt euch was auf? Also, wenn ihr mich fragt, ist das doch definitiv ein Autokino. Da oben ist die Kasse, dann fahren die Autos hier rein. Hier ist. Na, was hier so ist.
Hätte man auch schöner machen können. Ich nehme mal so. Aha, so Vorführraum, Angestellte etc. Hier ist ein Autokino. Finde ich eine coole Idee. Hier sind die Masten, wo man ranfährt, dann klingt man hier seinen Kopfhörer ein. Wieso stehen die Autos alle falsch rum? Also jetzt ernsthaft. Wenn ich ein Autokino baue, dann habe ich doch nur zwei Sachen zu tun. Der Leinwand hinzusetzen und Autos. Dann kann ich die doch richtig rumdrehen, oder? Oder sehe ich das irgendwie falsch? Oder haben die so bequeme Rücksitzbänke, dass man, naja gut, die meisten werden im Autokino sowieso wahrscheinlich auf der Rücksitzbank liegen, aber... Ja, gibt es überhaupt noch Autokinos? Wir hatten in Bremen, leider in dem in Horst war mal eins. Das haben sie aber vor Jahrzehnten abgerissen. Was ich persönlich sehr schade fand. Ich war da, als ich ganz klein war, ein paar Mal drin. Das muss so die Zeit gewesen sein, als, ich weiß nicht, Bambi lief, oder? Naja, nee, aber so irgendwie zwischen 5 und 10 war ich da sicherlich. Ja. Meine Mutti hat mir mal was Nettes erzählt. Ich kann mich ja nicht dran erinnern. Und kennt ihr das? Wenn euch eure Eltern irgendwas erzählen? Ja, das und das damals. Und du, man vertraut seinen Eltern ja in der Regel schon, ne? Aber dass man sich dann so manchmal sagt, du kannst mir jetzt irgendwelche Scheiße erzählen und ich weiß nicht mal, ob das stimmt. So, naja, wie dem auch sei. Also, wir wollten ins Kino und meine Mutti hatte sich wohl fest entschieden und ich wollte das wahrscheinlich auch, Bambi zu gucken. Kam gerade raus im Kino. Ja, ich habe Bambi im Kino geguckt. Ich kann mich nicht dran erinnern, aber schon älter, schon länger her. Und da lief auch was anderes in diesem Kino. Das war damals noch ein Kino mit, oder nee, zu dem Zeitpunkt, es lief nur Bambi. Es war ein großes Kino mit richtig schönen, also wirklich edlen Sitzen, so mit Samt bezogen und also eine nicht richtig breite Leinwand, so wie wir das jetzt aus den großen Kinoketten halt kennen. Also in Bremen sind die Kinosäle zwischendurch so klein geworden, haben sie dann, wo vorher ein Kino drin waren, haben sie dann irgendwann fünf reingesetzt und dann zu meiner Zeit, als ich dann irgendwie so jugendlich war, waren da schon 10 drin und sie haben nicht angebaut. Das waren da so kleine Knipskisten mit 120 Plätzen irgendwo so. Ne? Und eine Leinwand, die jetzt, das haben andere Leute jetzt zu Hause im Wohnzimmer. Naja, wie gesagt, und das war aber noch ein schönes großes Kino. Und ich wollte halt lieber den Fisch sehen. Ich habe da wohl gestanden gesagt, Hund, nein, habe ich. Oh, Hund! Scheiße! Boah, ey, noch einer. Ich sehe mich gleich tot. Boah, leck mich. Leck mich doch! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also das habe ich alles nicht zu meiner Mama gesagt. Das kann ich euch so sagen, dass ich das alles... Boah, jetzt aber schnell. Das habe ich auch nicht zu meiner Mama gesagt. Ich habe gesagt, ich will lieber den Fisch sehen. Da hängt nämlich so ein Filmplakat mit dem Fisch. Und den wollte ich halt lieber gucken. Also eigentlich wollte ich Bambi gucken. Aber naja, in dem Alter, ne, entscheidet man sich ja schnell um. Und dann wollte ich wohl lieber den Fisch gucken. Da habe ich mich gefragt. Ich will da nicht mehr hin. Es ist mir auch egal, was es ist. Ich will da nicht mehr hin. Dann habe ich mich gefragt erst, was für ein Fisch? Ich sagte, du meinst doch nicht den weißen Hai, oder? Doch. Da lief wohl ein Filmplakat vom weißen Hai. Und ich habe das immerhin irgendwie mit, weiß nicht, 5 oder 6 Jahren zielstrebig als Fisch erkannt. Und wollte dann den Fisch gucken. Und ich war wohl ganz unglücklich, dass ich das nicht durfte. Aber ich durfte ja mit 12 Jahren auch keine Zombie-Filme gucken. Hat man sich denn ja noch versucht, vor die Wohnzimmertür zu schleichen, um durchs Schlüsselloch zu gucken? Und hat sich geärgert, weil der Fernseher mal irgendwie doof stand. Naja. Wie dem auch sei. Ah, cool. Das hat ja ein bisschen was. Ach, verdammt! Hat Minions nicht letztens gesagt, dass irgendjemand das Gefängnis nachgebaut hat von Neapol? Das ist es ja nicht, ne? Aus Walking Dead. Wieso geht's hier überhaupt nicht rein? Hier rennen aber bestimmt Viecher drin rum und so. Das ist auch kein Gefängnis.
Aber es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Gebäude, was mich gerade anmacht. Naja. Wie dem auch sei. Okay, die Folge ist auch schon wieder um, stelle ich gerade fest. Ich gehe. Ja, wir cheaten jetzt einfach mal. Ich gehe da einfach mal hin. Ich will jetzt noch was sehen. Nein, aber ich mache jetzt. Ich werde die Folge jetzt gleich beenden. Und hier ist so ein Mörderdingens. Könnte sein, dass die Frames jetzt runtergehen. Das ist so ein Mega-Gebäude hier. Ich bin glaube auch, also ich kann es jetzt wirklich für kein einzelnes Gebäude sagen, aber die wenigsten davon dürften meines Erachtens nach per Hand gebaut sein. Also wenn ihr seht, dass der liebe Gorondor oder der liebe Avonacho da ein Gebäude hochzieht, das ist wirklich von Hand gebaut von den beiden Jungs. Das weiß ich. Und ob nun im Kreativmodus oder im Survival, das mag ja jeder für sich selbst bewerten, irgendwo so. Aber da ist trotzdem jeder Stein per Hand gesetzt. Es ist bei diesen Gebäuden nicht unbedingt gegeben. Es gibt nämlich einen Editor dafür. Den hat jemand programmiert. Ich meine, es sieht trotzdem toll aus. Ne? Also ich will das jetzt nicht hier schmälern. Auch das muss man erstmal machen. Ich könnte mir vorstellen, dass so die Grundfassade und so, dass das mit dem Editor gebaut ist. Der ist auch nicht ganz einfach zu bedienen. Und die Säulen wird man sicherlich hier in-game gesetzt haben. Das möchte ich mit so einem Editor möchte ich das nicht machen. Oder wenn jemand da irgendwie ein Schlussbett setzt oder sowas. Und ich hatte beiden auch schon mal erzählt. Oh, schick. Das sieht nett aus. Leute, es gibt einen Editor. Kann man sich nicht mit angucken. Den Wahnsinn auf. Wahnsinn auf. Wahnsinnsaufwand könnte ich mal deutlich sprechen. Den ihr da habt irgendwo so. Also bei bestimmten Sachen habe ich auch gesagt, hey, ihr könnt euch das Leben auch einfacher machen. Ihr müsst da nicht 5 Millionen Kubikmeter mit der Hand ausheben. Dann hieß es immer, nee. Weiß ich, dass es da was gibt, aber nein. Möchte ich nicht. War, Entschuldigung, ich habe hier echt. Okay, es kommt eine Horde. Und ich habe 14 Frames. Gerade. Hier läuft nämlich wirklich gerade eine Horde entlang irgendwo. Und deshalb steht das gerade ein wenig hier. Die Räume scheinen alle gleich auszusehen, aber gucken wir uns mal doch einmal genauer an. Ich würde jetzt zwar lieber raus, aber es ist egal, weil ich beende die Folge ja eh. Boah, Schande! Da muss ich aber mal eben. Das sieht ja toll aus. Na, komme ich da raus? Ich habe doch hier irgendwo eine Fire Axe mitgenommen. Das ist ja der Hammer. Komme ich da auch lebend raus? Boah, ist die Horde nah und laut. Mal gucken. Boah, hat gerade mal so funktioniert. Ah, das möchte ich mir nochmal aus der Nähe angucken. Wahnsinn. Der Hammer. Ich habe es gemerkt, dass das kein selbstheilender Verband war. Das sieht ja geil aus. Das ist mal eine schöne Blumenwiese hier. Richtig nett gesetzt. Ich habe das Gefühl, die Horde haut sich genau hier durch. Wie gesagt, I'm so sorry, wir sind jetzt bei 11 Frames angekommen. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele tausend Blöcke hier verarbeitet sind. Goro, vielleicht kannst du da mal deine fachmännische Schätzung abgeben. Das ist doch auch ein wirklich beeindruckender Bau. Ob das jetzt jemand mit Editor gemacht hat oder nicht. Also ich will es für die Person hoffen, dass sie das mit Editor gebaut hat. Ich kann mir allerdings auch vorstellen, dass in der zweiten Burg, die Goro gebaut hat, mindestens genauso viele Blöcke drin stecken. Weil letztendlich, was hier verbaut ist, ist unheimlich viel Luft, ne, an dieser Stelle halt. Weil es ist halt sehr lang gezogen.
Und wahrscheinlich sind die meisten Räume auch inidentisch. Schwierig zu sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich will hier mal eben kurz vor die Tür gehen und meinen Rechner wohl endgültig zum Absturz bringen. Und dann verabschiede ich mich schon mal von euch. Und heute müsste Dienstag. Nee, warte mal, was ist denn? Sonntag, Dienstag, Donnerstag sein. Heute müsste Donnerstag sein. Wir sehen uns dann hoffentlich am Samstag wieder mit der Alpha 9. Ich bin gerade sprachlos. Ich gehe mal lieber. Also, wozu Aufmerksamkeit auf mich ziehen? Das muss ja nicht sein. Ja, also wenn die wirklich Freitag rauskommt, ich hoffe, dass sie dann auch mal um 8 rauskommt. Ne? Jedes gerade Update kam ja sonst immer später raus. Also die 6er kam, glaube ich, sehr spät raus, uhrzeittechnisch. Die 7er auch. Die Zwischenupdates kamen auch mal um 20 Uhr deutscher Zeit oder um 22 Uhr, aber die anderen kann man doch mehr so nachts um 1 oder 2. Weil dann weiß ich nicht, ob ich es schaffe, bis Samstag die Folge oben zu haben, weil nicht Internet, so, 2 Gigabyte bei 1000 Kilobit pro Sekunde Upload, könnt ihr euch überlegen, das tröpfelt halt durch die Leitung. Ja, ich weiß, aber ich will erst mal eine Wohnungssituation klären, bevor ich mir woanders doppelt DSL hole, weil mein Vertrag läuft sowieso noch bis Dezember mit der Telekom. Okay. Achso. Das sollte keine Werbung sein. Ich gehe vielleicht zu 1&1. So. Oder O2 oder Vodafone oder Kabel Deutschland oder so, jetzt haben wir sie alle genannt. Kriege ich jetzt Ärger? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Naja. Schauen wir mal. So, okay, dann, ja, ich gebe mein Bestes, dass Samstag fast kommt, sonst muss ich nochmal, keine Ahnung, vielleicht lade ich nochmal irgendeinen Schmarrn oder Unfug hoch. Oder nochmal ein Tutorial oder sowas. Ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, es würde hier noch genug Gebäude geben, die wir noch nicht gesehen haben, wie dieses hier. Wir stehen gerade drauf. Hat nämlich jemand. Ach nee, wir stehen doch nicht drauf. Aber so ein richtig schön schneebedecktes Dach. Das ist doch nett. Ja. Wie gesagt, guckt euch das mal an. Und. Ja, danke. Oh, jetzt habe ich einen Frosch im Hals. Okay, ich sag mal Tschüss. Bis in 2 Tagen in der Alpha 9. Tschüss.